Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Creep. Ich bin ja immer noch tot und ich werde jetzt mal versuchen, mich irgendwie wieder zu beleben. Oh, ich bin direkt an der gleichen Stelle, wie schön, weil hier das Bett ist. Ja. Gut, ich habe ihm im Privaten schon angekündigt, und das werde ich jetzt auch offiziell machen, dass es dafür für diesen Tod noch eine Rache geben wird. Ja, bestimmt. Ich habe mir schon die was hattest Cooles du verdient. Ausgedacht. Die hattest du verdient. Nur bis ich das umsetzen kann, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Ich werde mich drauf freuen und ich werde mich rächen. So, du darfst mir erstmal meine Sachen wiedergeben, ne? Nö. Du willst dich rächen, also. Natürlich, gib her. Dann will ich dir doch nicht deine Sachen wiedergeben. Wo bist du denn? In der Hütte? Ich stehe direkt vor dir. Wo? Siehst du mich nicht? Nein. Ich stehe in der Tür drin gerade. Du, die Tür ist leer. Da steht niemand. Nein, guck mal. Da steht niemand. Also. Da ist niemand. Wie behindert ist das denn? Also, weißt du, okay. Ich hatte auch gesehen, ne, du standst am Bett, bist du gerade eben gestorben. Und dann warst du weg. Cool. Und dann stand da, hat den Server betreten. Guck mal. Ein Geist. Ein Geist, hey, der dich tötet. Hey, nein, stopp. Das. Okay, ich würde sagen, da muss man reloggen oder so, ne? Rejoin mal kurz. Ich finde das schon cool. So, da bist du. So, dich mich so anzuschleichen und dich dann. Ey! Du hast mich gerade geschlagen. Du hast mich eben getötet. Ja, du hättest mir, wenn ich jetzt eben noch wenig Leben gehabt hätte, hättest du mich gerade auch getötet. Nein, du wusstest aber, dass du nicht wenig Leben hast. Ich habe ja das Video geguckt. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja. Nebenbei, ich habe die Kisten sortiert, ein bisschen. Hier sind jetzt ganz viele Hacken und Steine. Und auf der anderen Seite der ganze andere Plunder. Habe ich am Ende der Episode gemacht, als er gestorben ist. Und ich dachte mir, irgendwie interessiert das bestimmt keinen, wie ich einfach nur Kisten sortiere. Und dann habe ich das einfach noch schnell im Anschluss gemacht. Ich bin nicht aus der Hütte rausgelaufen. Erzählen kann man vieles, ne? Nein. Ja, genau. Dieses Vertrauen hier, das ist echt. Ja, mich brauchst du nicht überzeugen. Du musst die Viewer überzeugen. Hier, du hast hier übrigens da eine Stelle abgegrast und nicht geerntet. Du hast so viele Hacken gemacht. Hab Spaß dabei, das aufzufüllen. Puh. Was? Ich hab die Hacken gemacht, du darfst hacken. Ich hab meinen Teil schon dazu beigetragen. Super. Ja, ich wäre eigentlich dafür, du machst das. Was hältst du eigentlich hiervon? Also ich habe jetzt mal letztes Mal bei dem Turm hier den schönen Stein einfach mal nur in die Ecken gepackt. Jetzt bist du nicht da und du guckst Na, nicht. Na, ich bin hier gerade im... Ah. Ich hatte was gesucht. Jetzt bin ich da. Hi. Guck mal da hinten. Ja. Der Turm. Das sieht schon netter aus, ja. Ja, die Frage ist, wollen wir das so machen, dass wir dann sozusagen halt nur diese, also die Umrisse mit dem Ding machen, oder wollen wir den komplett aus dem Stein bauen? Was heißt davon, den richtig protzig zu bauen? Das heißt, wir setzen den komplett und machen die Eckpfeile hier nochmal vier dick. Idee? Ja. Aber dann müssen wir das alles wieder abreißen. Ja. Dann ist das so. Okay. Okay. Ich fange jetzt mal an, hier unten noch ein zweites Beet anzulegen. Wir haben so viele Samen. Apropos, nein, lass mal erstmal, was wirklich wichtig ist. Lass mal hier eine vergammelte Treppe hochbauen, ja? Okay. Das können wir, da können wir einfach gammeligen Pflasterstein von nehmen, aber das ist ja echt zum Kotzen. Wenn wir jedes Mal hier hochkraxeln, da sterben wir ja fast. Ja, dann... Pflasterstein. Hast du den richtigen? Lass uns aber anständig bauen, ja? Was ist anständig? Also jetzt nicht nur Pflasterstein, ne? Ja, ich dachte schon. Nee. Den Weg machen wir aus Pflasterstein, haben wir hier doch auch gemacht. Ja, nee, lass uns dann jetzt die Treppe aber wirklich richtig geil bauen mit richtig gut aussehenden Stufen. Hast du ein Brot? Nee, aber ich hab, genau. Dann fange ich schon mal ohne dich an. Na dann mach du halt. Ich esse erst. Ach, ich wollte eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel.
Dann bau dir eine Schaufel. Zack, 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 zack. Ich habe eine Schaufel. Und ich baue mir direkt noch eine Spitzhacke. Wir wissen ja nicht, auf wie viel Wo wollen Stein wir die Treppe denn runterbauen? Wir noch Hier? brauchen. Oder wo? Nee, auf der anderen Seite, oder? Ach, keine Ahnung. Auf der anderen Seite ist es ebener runter, aber ich glaube, auf die andere Seite müssen wir mehr laufen. Und hier, wie gesagt, würde ich gerne ein bisschen tiefer noch ein zweites Beet anlegen. Damit wir... Da, wo der Creeper reingesprengt hat. Ja, es ein bisschen auffüllen, ansonsten ein bisschen abhängen. Und hier könnte man irgendwie mit Baumstämmen oder sowas so unterschiedlich hoch so eine Abgrenzung bauen. Das sieht eigentlich recht nett an, nice aus. Aha. Ja, habe ich gerade eine schöne Vorstellung von. Aha. Ja. Aha. Ja. Du, ich überleg gerade. Eigentlich wäre es auch lustig, hier eine Brücke rüber auf den anderen Berg zu bauen. Wo ist der andere Berg? Hier. Im... Irgendwo. Richtung Ebene rechts. Ach, da hinten? Hm? Was heißt davon? Du machst dich da hinten an eine Brücke und ich mache mich auf der anderen Seite mal an eine Treppe. Deal. Okay. Dann gucken wir mal, wer schnell fertig ist. Nö. Soll ich die Brücke... Ja, ich überlege nur gerade, ob ich die Brücke dann lieber aus Holz baue oder aus Stein. Das ist komplett dir überlassen. Ich glaube, ich baue eine Holzbrücke. Eine Hängebrücke wäre doch chillig, oder? Baue eine Hängebrücke. Okay, das wird hart. Mal gucken, was sich da machen lässt. Ich versuche hier gerade, die ersten Pfeiler zu setzen. Und das ist schwer hier so im Hang. Muss ich mir was überlegen, was hier gut aussieht. Nein, keine Falltür bauen. Das habe ich letztens schon mal geschafft. Nein, ich schon wieder. Nein, ich habe es diesmal nicht vollendet. Sehr schön. Ich höre die ganze Zeit irgendwo ein Skelett und frage mich, wo es herkommt. Na, wo bist du, Skelett? Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich hoffe, du brauchst in der nächsten Zeit kein Holz, weil ich habe jetzt gleich alles Holz verbraten. Das hast du nicht gewagt. Doch, das können alle bezeugen. Findest du das denn gut, das ganze Holz zu verbrauchen oder so? Ja, schon. Ah, ich brauche Slabs. Sorry für die englische Ausdrucksweise. Ja, du bist so ein komischer Typ. Ach ja, ich weiß. Nein! Ups, ist mich runtergefallen. Schon komisch, ne? Das ist ja einfach englische Wörter. Sowas. Nein! Ich werde dann erstmal hier die Bäume, die hier im Weg rumstehen, wegmachen, damit wir hier auch gute Gelegenheit haben, die Brücke rüberzuschlagen. So werde ich, weil jetzt mal ein Baddick, der drückt sich ja drum und baut lieber irgendwie eine Treppe. Ich finde die Treppe wichtiger als eine kleine blöde Hängetreppe. Ist sie auch. Treppe, also. Aber du wolltest ja sowieso irgendwie komisch bauen, dann bau die mal lieber alleine komisch. Komisch bauen. Also soll ich das jetzt als Beleidigung auffassen? Ja, wenn du das möchtest, kannst du das machen, aber ansonsten würde ich das an deiner Stelle bleiben lassen. Oh, okay, okay, okay. Weil das wird hier die Epicness pur. Ah, da bin ich ja gespannt, was mich erwartet, wenn ich da wiederkomme. Ach, hallo Höhle. Hi. Da ist mein Skelett. Ich glaube, ich fange von anderen Bergen. Und das habe ich gerade. Hast du das Skelett gefunden? Ja, es war. Du hast eine Höhle gefunden, oder? Nee, das war die Höhle, die ich damals schon mal gefunden habe. Und da hat es sich einfach drin versteckt und gedacht, so, hey, ich überrasche ihn doch mal, wenn er gleich vorbeikommt. Oder ich bin zu blöd, den zu finden. Eins von beiden wird es gewesen sein. Ich glaube eher zweiteres. Ich glaube auch. Ich meine, Skelette sind jetzt ja gerade nicht für ihren hohen Intellekt bekannt. Naja, ich weiß ja nicht, was sich die Entwickler genau dabei gedacht haben. Also bestimmt nicht, lass mal eine intelligente KI schaffen. Das wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, nein. Wobei sie ja schon mal ein Update rausgebracht haben mit einer verbesserten KI. Da lässt sich nur eine Sache zu sagen, die haben es nötig gehabt. Oder willst du mir da widersprechen? Ja, die KI war schon cool, fortschrittlich, ne? Vorher. Genau. In gewissermaßen. Ich meine, es war eine KI. Das kann man so mal immerhin, festhalten. Ja, immerhin standen die nur blöd auf der Stelle, nicht nur blöd auf der Stelle, also. Ja, ich meine, wenigstens haben sie was getan. Ob das was jetzt sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man jetzt streiten. Ja, wie wir eben schon gesagt haben, also Skelette, inwieweit Skelette sinnvolle Sachen machen, ist ja sowieso. Sei mal dahingestellt. Ja. Ich meine, also für ein Skelett sind die ja echt sportlich, da kann man sagen, was man will.
das muss man sagen. Ich meine, wie die hier durch die Gegend laufen und ich meine, die essen ja auch nie was. Ich frage mich, wie die überleben. Die sind Pros. Das sind die besten Minecrafter, sagst du also. So, ich baue jetzt hier gerade eine richtig behinderte Brücke erstmal. Was wäre da. Wäre es irgendwie geil, eine gute Brücke zu bauen? Eine geile Brücke oder so? Ja, ja, aber ich muss erstmal irgendwie so irgendwas haben, woran ich aufbauen kann. Ach so, so ein behindertes Grundgerüst. Genau. Dann bau mal ein behindertes Grundgerüst. Grundgerüst trifft es nicht ganz, das ist mehr ein richtig behindertes Grundgerüst. Und ich empfehle dir nicht hier hinzukommen, es sei denn, du willst Augenkrebs kriegen oder so. Nee, nicht unbedingt, nee. Dann mach du mal weiter an deinem Augenkrebs. In der Zeit baue ich hier. Apropos Augenkrebs, es wird langsam duster. Sollen wir mal pennen gehen und dann können wir dann nachher im Hellen weiterbauen? Willst du nicht das Abenteuer genießen? Ich will hier oben nicht von einem Skelett abgeschossen werden. Wenn das passiert, falle ich runter und sterbe. Das klingt ungesund, ja, ne? Ja, schon. Ja, dann lass mal irgendwie hier gerade kurz pennen gehen. Okay, dann komme ich sofort hoch, wenn ich hier noch gerade 4 Stufen gesetzt habe. So. Du hast hier immer noch nicht das Beet wieder umgegraben. Was? Nein, habe ich nicht. Bist du ein Feiner. Gut, dann lass uns pennen gehen. Oh, ich brauche dringend was zu essen. War das Absicht? Nein, das war nicht Absicht. Ich wollte die Tür zu machen, die da ist. Tja, weil wenn du das als Rache gezählt hättest, dann wäre ich damit einverstanden. So, schlaf. Ah, genau. Mir ist auch noch was eingefallen, was noch ganz wichtig ist, was ich noch machen muss. Du bist ein... Oh, ist schon Tag. Oh, Gott, erlöse mich. Nein! Hattest du nicht eben Brot gemacht oder so? Ja, ich kann dir Brot geben. Gib mir Brot, gib mir Brot, gib mir Brot! Da hast du Brot. Brot? Ha, perfekt. Was schreibst du? Warum schreibst du das? Ich hab einfach nur... Hab ich mich hier in dein Bett gelegt? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Was weißt du? Das müsste ich... Ne, ich würde ja bei dir auch noch eins hinstellen, nur geht das gerade nicht. Wieso geht das nicht? Also ich habe gerade nicht genug... Ja, weil ich nur Holzplatten habe und nicht, also Holzstufen und nicht richtige... Oh. Das ist aber tragisch. Das ist genau genommen richtig tragisch. Mhm. So tragisch, das ist nicht zu unterschätzen. Dass wir... Ja, keine Ahnung. Die Tragik haben... Naja, jetzt kommt der zweite Teil von meinem Gerüst. Das sieht jetzt nochmal genauso beknackt aus wie der erste. Weil ich will ja eine Hängebrücke mit Durchhänger machen. Ich werde gespannt nachher das Video gucken und sehe und dich auslachen. Wahrscheinlich. Oder? Ich hoffe, dass nicht nur du nachher das Video guckst. Ja, aber ich meine, ich werde es auch gucken. Ja. Ich werde einer der Zuschauer sein. So, okay. Hm. Lass doch hier ein bisschen nach draußen gehen. Gut, dann werde ich da mal mit dem Durchhänger anfangen. Ich hoffe nur, ich falle jetzt nicht runter. Oh, geht das da tief runter. Brauche ich gleich mal so einen coolen Überhang oder so. So. Zack, zack. Au. Das ist schief gegangen. Was tust du für Sachen? Ich baue. Wow, ich habe hier gerade so den Cliffhanger, ne? Also, ich hänge hier so an der Klippe nach hinten. Hm. Bau über mir. Richtig episch. Episch. Okay. Ja, ich habe gerade ein Problem. Hast du dich schon wieder verbaut, oder? Nein, ich weiß nicht. Ich werde jetzt mal gucken, wie das von außen aussieht. Ob der Durchhänger etwa passt. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, wie es könnte. Soll ich das nochmal bewerten? Warte, das ist noch nicht so weit, dass du das bewerten kannst. Nein, schade. Nee. Ich überlege gerade, ob ich hier in den Berg direkt reinlatsche. Was eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee wäre. Ach ja, mache ich. Ja, jetzt ist das hier ein bisschen umständlich.
Wow, wow, wow. Fast wäre ich runtergefallen. Ich Das wäre jetzt empfehle nicht es so dir cool nicht. gewesen. Also, ich habe mal gehört, das soll Schmerzen bereiten und so. Und, dass es nicht so empfehlenswert ist. Ich weiß nicht. Also, was hast du schon davon gehört? Also, runterfallen ist erstmal so generell was, was man vermeiden sollte. Ja? Okay, also. Es sei denn, man will Selbstmord begehen oder so, dann ist das empfehlenswert. Danke für die weisen Worte. Also. Ja, bitte, bitte. Ich teile immer gerne mein Wissen mit anderen Minderbemittelten. Nein, das war jetzt Ich hoffe mal, das war nicht Spaß. auf mich bezogen. Nein, das war auch auf keinen Zuschauer Ach bezogen. so. Also, das war jetzt nur irgendwie. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen und mir ist nichts eingefallen, Und dann deswegen hast du habe ich gedacht, ah, Scheiße lass mal alle gelabert. beleidigen. Ja, genau. Ich sag dir, mit der Taktik kommst du nicht weit. Okay. Ja, das habe ich befürchtet, aber ich wollte es halt trotzdem noch versucht haben. Also besser irgendwas versuchen und scheitern, als es einfach nur kläglich zu versagen. Habe ich mir Ja, gedacht. natürlich. So, aber dann würde ich sagen, ich habe jetzt hier diesen schönen Bogen vollendet. Immer noch mit hässlichem Gerüst drunter, aber das brauche ich, glaube ich, später nochmal. Und dann könnten wir jetzt an der Stelle uns nochmal zum Abendessen, was ist das jetzt, Mittag? Irgendwas beim Häuschen treffen. Können wir machen? Oder wir besichtigen mal gerade, was der andere gebaut hat, und dann beenden wir die Episode. Was hältst du davon? Will Geben wir ich noch das ein denn jetzt schon Statement ab? zeigen? Ja, komm, machst du. Okay, komm ich rüber? Ja, komm so rüber. Ich komme bei dir rüber. Ach so, ich hab gedacht, wir gucken zusammen. Wir Ja, gucken nee, wir zusammen. gucken jeweils Nee, bei dem wir anderen und gucken jeder gibt zusammen. ein Statement. Okay. Ich will wissen, was du dazu denkst. Also ich muss sagen, this is approved. Das freut mich. Ist natürlich nicht Das fertig, ne? gefällt mir. Ja, aber das gefällt mir soweit schon mal. Weil hier gibt es noch so ein paar hässliche Feinheiten, Ich hab doch aber. gesagt, es ist nicht fertig. Ja, ich hab doch gesagt, das ist approved. Jetzt chill Ja, mal. ich So, ist chill. alles gut, Ich ist nice. chill. So. Dann darfst du jetzt sehen, wie hässlich das ist, was bei mir Was jetzt hier baust irgendwie du das da? Gefühl, du hast fünf. Ich versuch diese Nimm dumme. dafür eine Axt. Ach so, deswegen dauert das so Ja. lange. Komm rein. Okay. Ich wusste nicht, dass So, hier und dann drin. guckst du dir noch meine hässliche Hängebrücke an, die ich da drüben angefangen habe. Okay. Sterb nicht. Sterb Nein, keine nicht! Sorge. Au! So, das ist halt noch nicht so Au! geil. Also, insgesamt gefällt's mir ja, der Ansatz. Nur du hast noch viel Arbeit vor dir, ne? Ja, ich weiß. Das ist halt ziemlich eklig, da auf diesem schmalen Grat da hin und her zu laufen. Das glaube ich. Ja, wirst du Ja, viel Spaß da haben, aber mit wenigstens diesem fällst du unten ins Blick. Wasser. Ja, wenn's. Das ist eng, ist schmal der Fluss. Ja? Gut, aber mit diesem Blick über das Tal und das hässliche Gerüst. Sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis bald. Tschüss.